Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von Azubi für einen Tag. Ich besuche heute Fabian Schmidt. Er ist Auszubildender zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik bei der MLS Magic Light & Sound GmbH hier in Köln. Und ich bin schon sehr gespannt, was mich heute erwartet. Hi, bist du der Fabian? Ja, genau. Hi, ich bin die Xenia. Freut mich. Hi. Ich sehe schon, du bist hier richtig fleißig schon am Arbeiten. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, erzähl mir doch ein bisschen was über dich. Genau, also mein Name ist Fabian, bin 21 Jahre alt, bin jetzt im dritten Jahr in der Ausbildung Fachkraft für Veranstaltungstechnik hier bei der MLS Magic Light & Sound GmbH in Köln. Damals in der Schule hat mich mal ein Lehrer angesprochen und gesagt, hör mal, hast du nicht Lust, mal in der Richtung Medientechnik mit einzusteigen, in der AG? Cool. Und das fand ich sehr interessant, hab gedacht, komm, das machst du mal später auch. Was ist das für ein Unternehmen, für das du arbeitest? Unsere Kunden sind vor allen Dingen Fernsehshows und Großveranstaltungen. Das ist das, wo wir uns darauf spezialisiert haben. Was machen wir heute? Wir werden uns heute um einen Auftrag kümmern, der heute Morgen reinkam. Es wurde nämlich ein defektes Gerät gemeldet bei uns und das werden wir uns heute mal anschauen und werden auch mal gucken, was überhaupt der Weg ist vom Lager bis zum Studio. Ja, perfekt, dann lass uns doch loslegen. Gut. Arbeitet ihr hier eigentlich nur mit Beleuchtung? Genau, also was wir hier sehen, ist hauptsächlich Beleuchtung. Wir haben uns halt darauf spezialisiert. Es gibt auch andere Bereiche wie Audiotechnik, Pyrotechnik, Rigging. Jetzt sind wir hier auch schon an unserem ersten Stopp angekommen. Wir brauchen ein Ersatzgerät und das finden wir hier. Ja. Wir nehmen einfach mal eine Kiste raus. Dann zeige ich dir auch gleich mal, um was für ein Gerät es sich handelt. Den werden wir uns mal ein bisschen genauer anschauen, auf Funktion testen und dann hoffentlich gleich auf die Reise ins Studio schicken und dann dort drüben einbauen. Du Fabian, wo sind wir hier eigentlich jetzt gerade? Wir sind hier in einer unserer Werkstätten. Hier werden Geräte sauber gemacht, repariert, vorbereitet für den Job, bevor die halt auf die Produktion gehen. Mhm. Was müssen wir hier jetzt damit machen? Wir werden das Gerät jetzt mal auf die Funktion testen, ob alles so funktioniert, wie es sein soll, auf Defekte überprüfen. Wir sehen jetzt, dass die Lampe verschiedene Funktionen durchfährt. Ja. Und wenn wir jetzt irgendein Geräusch vernehmen würden, was sich nicht gut anhört, dann müssten wir halt mal die Lampe mal aufschrauben, mal gucken, woran liegt es vielleicht. Einfach mal beobachten, ob die das so tut, alles, was sie machen soll. Ja, das sah jetzt soweit ganz gut aus. Die Lampe scheint zu funktionieren, wie es soll. Können wir sie wieder vom Strom trennen. Bevor das Gerät jetzt allerdings auf die Reise geschickt wird, müssen wir es noch einmal scannen. Jetzt weiß nämlich das Warenwirtschaftssystem auch, dass dieses Gerät auf den Job gebucht ist und so geht halt nichts verloren. Wir fahren jetzt rüber ins Studio und die Kollegen bringen dann die Lampe hinterher und wird dann dort für uns vorbereitet und ausgeladen und dann können wir direkt mit dem Umbau loslegen. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind jetzt hier in einem typischen Fernsehstudio in Köln. Das ist auch eins der größeren. Also alles etwas anders, als wenn man sich das aus dem Fernsehen vorstellt, wenn man erstmal wirklich live hier steht. Und das habt ihr komplett jetzt alles aufgebaut? Genau, alles, was hier mit Beleuchtung und Rigging zu tun hat, also sprich mit Traversenkonstruktionen, das haben wir gebaut. Und was ist jetzt unsere Aufgabe? Wo ist die Lampe, die wir austauschen? Hier steht drauf, dass das Leuchtmittel defekt ist. Wir tauschen die Lampe aus und wir haben ja Gott sei Dank eine im Auto. Dann können wir sie direkt ersetzen und testen anschließend, ob es funktioniert hat. Müssen wir der noch eine Adresse geben, weil jede Lampe hat eine ganz spezielle Adresse, quasi einen Namen, worauf sie hört. Damit ich später, wenn hier hängen bestimmt weit über 500 Lampen, mit jeder Lampe auch weiß, wer sie ist, müssen wir ihr einen Namen geben. Die vorherige Lampe hatte die Adresse 341. Ah, ja. Es ist wichtig, dass wir die genau wieder einstellen wie vorher auch. Jetzt hat sie die 341 und sollte gleich genau wieder darauf hören und so funktionieren wie die alte auch. Ich würde sagen, sie ist wieder einsatzbereit und lass uns doch mal testen, ob sie auch funktioniert. Was sind denn überhaupt deine Pläne? Was sind deine Ziele für nach der Ausbildung? Also du fängst halt erstmal am Anfang der Ausbildung an, viel im Lager zu arbeiten,
und das Material kennenzulernen, dann fängst du an auf den Baustellen, also zum Beispiel hier im Studio oder auf anderen Produktionen, fängst du halt erstmal an zu lernen, wie baue ich eigentlich alles auf und ab. Dann geht sicherlich auch irgendwann mal in Richtung Planung, dass man sich überlegt, wie plane ich vielleicht so eine Veranstaltung, woran muss ich überhaupt denken. Dann geht es natürlich auch darum, später vielleicht auch mal so eine Veranstaltung zu betreuen. Wo genau siehst du dich dann aber speziell jetzt in diesen einen dieser Bereiche? Mein Ziel ist es natürlich, später mal solche großen Events hier zu betreuen und der kreative Part hinter dem Ganzen zu sein. Aber es gibt auch noch ganz viele andere spannende Bereiche. Bereich Netzwerk und Systemtechnik habe ich noch nicht ausgelernt. Ich danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mir alles gezeigt hast und wünsche dir viel Erfolg für deinen weiteren Weg. Und vielleicht sieht man sich ja wieder. Ja, freut mich. Vielen Dank. Danke, ciao. Tschüss.